Vor dem Fußballstadion des FC Energie Cottbus will ich es im Selbstversuch erleben. Heute ist Dynamo Dresden zu Gast. Bei Spielen sind in Cottbus immer wieder Schmährufe gegen schwarze Fußballspieler zu hören gewesen. Anpöbeleien und Schlägereien sind an der Tagesordnung. Und die Vereinsführung gilt als machtlos. Ins Stadion selbst will ich nicht. Ich halte mir lieber Fluchtwege offen, bleibe draußen, spaziere ein wenig herum wie andere auch, trete zu der einen oder anderen Warteschlange vor einer der Kassen und ängstige mich. Dies ist wirklich Feindesland. Glatzen, wütende Blicke, gespannte Atmosphäre, angespannte Bizeps. Die Kleidung etlicher junger Männer strotzt nur so von kaum verheimlichster Nazi-Symbolik. Trotz des mulmigen Gefühls, das mich beschleicht, versuche ich, mit den Fans ins Gespräch zu kommen. Wer gewinnt heute, frage ich ein paar junge Männer, eigentlich naheliegend vor einem Fußballspiel. Du nicht, presst einer die bedrohlich knappe Antwort zwischen den Zähnen hervor. Nach dem Spiel mache ich einen neuen Anlauf. Es ist 1:1 ausgegangen, also kein Grund zur Trauer für die Cottbuser Fans. Auf meine Frage, wie das Spiel ausgegangen ist, schiebt mich einer mit den Worten weg, ich war nicht drin. Als ich bekenne, dass ich das Spiel nicht habe sehen können, weil mir das Geld für eine Karte fehlte, bekomme ich zu hören, dann geh arbeiten. Mit dem wutschnaubenden Nachtsatz, aber nicht in diesem Land. Vor dem Stadion besteigen die Fans von Dynamo Dresden ihre Busse. Ich frage, ob ich mitfahren kann. Du willst nach Dresden? Dann fährst du über die Elfenbeinküste, über Afghanistan, Mosambik, einen großen Bogen machen. Dann bist du da, in 2 Tagen. Großes Gelächter der Umherstehenden. Ein anderer Fan weist auf die geöffneten Gepäcktüren des Busses und meint, da unten, da bei den Kästen ist noch Platz, leg dich rein. Ich spüre, wie sich was zusammenbraut und gehe zu dem Einsatzleiter der Polizei, der lässig an seinem Wagen lehnt. Die sind alle hart drauf, sage ich zu ihm, die sind alle unheimlich, Faschisten. Nein, antwortet er kurz und bündig. Als ich insistiere, meint er nur, ist mir bis jetzt noch nicht aufgefallen. Ich glaube, ich habe in diesem Augenblick Wabonk gespielt, ich will es wissen. Wie weit werden diese Typen gehen? Ich steige in den Fernzug nach Dresden ein, den die Bahn bereitgestellt hat. Voll besetzt ist er, meist junge Männer, aber auch einige junge Frauen, Fußballbräute. Es ist eng und laut, die Atmosphäre alkoholgeschwängert, ich habe Angst. Und ich trete aus der sprachlichen Beschränkung meiner Rolle heraus. Ich muss mich einfach wehren, wenigstens mit Worten. Der Dialog mit einem vielleicht 20-jährigen Anführer, der sich vor seinen Leuten produzieren will, und sich auf dem schmalen Weg zwischen den Sitzreihen an mir vorbeidrängt, geht so, ey Schwarzer, macht mal Platz. Ich überlege, den Waggon zu verlassen, aber ich kann gar nicht weg, wird mir plötzlich bewusst. Ich bin umzingelt von diesen Fratzen, im nächsten Waggon, im übernächsten. Fast der ganze Zug ist von ihnen in Besitz genommen, in ihrem Jargon eine national befreite Zone auf Rädern. Ich kann mich nicht verstecken, ich bin über alle Maßen sichtbar, schwarz auf weiß. Einige fangen an, mich zu stoßen, nach mir zu grapschen. Ich muss in die Offensive und sie dazu bringen, mich in Ruhe zu lassen. Der Wortführer wird unflätig. Dir ziehe ich gleich die Haut ab. Zieh aus, Alter. Zieh aus diesem Land. Dieses Land wird weiß. Da mischt sich eine junge Polizeibeamtin ein. Mutig, wie ich finde, denn sie schlägt sich auf meine Seite. Sehr bestimmt und mit lauter Stimme sagt sie, lass ihn durch, verstehst du mich nicht? Gegröle, Gelächter und sie geben nach. Warum lacht ihr, frage ich noch einen der kraftstrotzenden Typen. Weil du schwarz bist, deswegen lachen wir. Deutschland den Deutschen, brüllt ein anderer aus ihrer Truppe und versetzt mir einen Stoß. Zum Glück hält der Zug gerade an. Ich gebe meinen Plan auf, bis Dresden mitzufahren und steige aus. Wir sind im Ruhland und mir zittern die Glieder. Jeden Augenblick hätten sie über mich herfallen können. Dieser Hass, diese Verachtung, dieser Vernichtungswille. Wenn sie könnten, wie sie wollten. Ich bin kein Schwarzer, ich kann aus meiner Haut wieder heraus. Ich fühle mich trotzdem getroffen, um meine Würde gebracht. Die mutige Polizistin und wohl auch ihre Kollegen im Hintergrund haben mich vor Schlimmerem bewahrt. Ich muss zugeben, dass ich noch nie so innige Gefühle für Polizeibeamte gehegt habe. Nur gut, dass der Einsatzleiter, der keine Faschisten sehen wollte, nicht zur Begleitmannschaft dieses Fanzuges gehört hat. Thank you.